Der reine Vegetarier, jetzt kannst du dort viele Gräser und Wurzeln, Baumrinde, frische Blätter und wenn es mal ein paar Früchte sind, auch mal ein paar Früchte. Aber in der Regel beschränkt sich das eher eben auf vegetarisches, pflanzliches, was eben auch einen hohen Faseranteil hat. Ja, so ein bisschen Wurzelgemüse zum Beispiel. Die haben einen ganz, ganz kleinen tierischen Eiweißanteil unter 1%. Wenn Sie mal an das suchen, dann kommen doch gerne mal auf ein paar Insekten zurück. Und das versuchen wir hier mit mal auszugleichen, dass wir 2-3 Mal die Woche mal ein Eier kochen oder auch ein bisschen Rindfleisch und jeder so ein paar Würfelchen Fleisch in die Hand drücken. Man unterscheidet heute zwei Arten von Gorillas. Einmal die westliche Art und die östliche Art. Zu der östlichen Art gehört der Berggorilla, den haben wir bestimmt schon auf dem Fernsehen gesehen. Vielleicht auch aus dem Film Gorillas im Nebel. Die Berggorillas haben sehr viel dichteres und längeres Fell, weil sie auch in höheren Lagen leben. Kommen dadurch auch ein bisschen größer und kompakter rüber. Die übrigens noch stärker vom Aussterben bedroht sind als die westlichen Flachlandgorillas. Von den Berggorillas existieren noch ca. 900 Tiere. Hier vom westlichen Flachlandgorilla, der übrigens in den Regenwäldern der Republik Kongo, Kamerun und Gabun lebt. Da existieren noch ungefähr 200.000. Das hört sich erstmal gar nicht so wenig an. Aber wenn man die letzten Jahre und Jahrzehnte zurückblickt, ist auch diese Zahl geht sehr stark zurück. Gründe hierfür sind natürlich zu suchen in den Abholzen der Wälder. Das Holz wird gebraucht für die Holzproduktion. Außerdem werden auch in den Gebieten auf Erze gesucht, zum Beispiel auch dieses Vulkan, was auch praktisch in unseren Handys vorhanden ist. Und über die Transport.